Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Jo, wir sind immer noch an der Kathedrale am Werkeln. Da brauchen wir noch einiges an Pilzziegeln. Oh, ich habe noch ganz schön viel Müll im Inventar. Ja, das hängen wir mal auf. Ach nee, das sind Fliegen. Fliegen muss ich trocknen. Weil, warum trockne ich die Fliegen? Jetzt zeige ich es mal. Wegen den Fliegenklatschers. Weil das ist meiner Meinung nach somit das Einfachste, was man herstellen kann. Was auch viel bringt. Also Sturzresistenz, ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber den Madenschleim, den hat man tonnenweise. Die Eichelbrocken hat man tonnenweise. Und das Fliegendörfleisch, gerade hier bei meiner Burg, sind jeden Tag zwei Fliegen vor der Tür. Also von daher stellen wir den Kram her. So, mal gucken, was kann ich denn noch forträumen. Sonstiges Getier, dann haben wir Sprösslinge. Ich glaube, Ton hatte ich noch einstecken. Ja. Fasern, war es noch irgendwas? Eichelkappen. Stein und Eichelkappe. Steine. Und trockenes Gras. So, dann werden wir mal gucken, was wir heute hier dran machen. Ist schon riesig, ne? Wenn man überlegt. Na, ich denke mal, das wird die Höhe hier erreichen. Mindestens. Die Türme müssen natürlich noch höher sein. Also das Ding wird ja bald heftiger wie die Burg. Eieiei. Mann. So. Also, beim letzten Mal haben wir ja die ersten Wände rumgezogen. Und die ersten Säulen gestellt. Und wir waren ja gestern im Livestream. Und da war ich ja auf Bush Pops Map unterwegs. Und dort hatte ich schon gesagt gehabt, dass der genau die Idee da verbaut hat, die ich mir dachte mit den Bänken eventuell. Das war ja auch ein Vorschlag von Mr. Catfish. Und das würde ich ganz gerne nochmal kurz zeigen, wie das gedacht ist. Weil ich fand, das sah gar nicht mal so schlecht aus. Müssen wir nur mal gucken, wie mir das von der Entfernung machen. Vielleicht immer hier auf die Hälfte gesetzt. Also immer hier, hier. Da müsste genug Platz sein. So. Weil das hat so wirklich so ein bisschen, ja, so ein Like von der Kirche. So ein bisschen das Aussehen in der Kathedrale. Und dann noch was. Da wollte ich nämlich mal gucken. Der Fehler ist uns gestern bei Apokalypse auf der Map aufgefallen. Der Fehler bei mir auch ist, obwohl da vorne sieht man es nicht. Und zwar, da stimmt was nicht mit den Tonböden. Da stimmt irgendwie die Breite anscheinend nicht von denen momentan. Na, hier habe ich den Fehler auch, dass die ineinander verschmolzen sind. Das ist ein bisschen komisch. Kann aber auch sein, dass man die bestimmt drehen muss, damit sie... Ich sag mal, das Problem, was dort aufgetaucht ist, kann ich euch mal kurz zeigen. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Fehler auch irgendwo auf eurer Map reproduzieren könnt. So, fangen wir mal an. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Reihe. Ach komm, wir setzen es hier einfach an die Wand. Das müsste doch gehen. Ja, läuft doch alles. Also, machen wir den einfach hier hin. Wir wollen jetzt eine Reihe hiervon bauen, ne? So. Und da ist bei Apokalypse zum Beispiel das Problem, was uns aufgefallen ist. Wir wollten den letzten Stein platzieren. Die waren schon alle fertig. Wir wollten den letzten Stein platzieren und in dem Moment macht's plupp und dann sitzt der Stein hier davor. Oder wenn hier jemand steht und man platziert den Stein, macht's plupp, sitzt der daneben. Und da ist uns aufgefallen, dass bei größeren... Oh, jetzt hat es schon gesetzt. Dass bei größeren Wegen, sage ich jetzt mal, die man mit den Lehmfundamenten setzt, seht ihr, dass die zum Teil ineinander klippen? Da wieder fast gar nicht, ne? Aber wenn ihr dann hier wieder die Stelle guckt, da ist wieder ordentlich ineinander geklippt. Und das sorgt beim Apokalypse dafür, dass der Abstand für die Schrägen viel zu schmal ist. Also wir kriegen sie da nicht rein. Der Abstand ist kleiner, wie die Schräge wäre. Also wenn wir sie hier davor setzen.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Da scheint momentan noch ein Fehler mit den Tonböden zu sein. Und dann ist uns auch aufgefallen. Hier sieht man es auch wieder ganz schön. Es sind zwei Böden. Normalerweise ist hier diese Linie. Hier seht ihr es auch. Stellenweise sind Böden, die ineinander verschmolzen sind, sage ich mal. Und da ist halt auch die Frage, ob da noch die ganze... Ja, der ist sogar breiter, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der ist ein bisschen breiter wie der hier wieder. Also das ist ein bisschen kurios. Wir werden es mal als Fehler mitschicken. Mal gucken, was da letztendlich kommen wird. Weil wie gesagt, man hat ja immer diese Linie. Und oftmals passiert es, dass man die Linie nicht mehr hat, weil die irgendwie ineinander verschmolzen sind. Und so ist auch die Breite ganz anders. So, jetzt aber wieder zurück zur Kirche. So, nämlich der Plan ist, das genauso so zu machen, wie es beim Buschpop schon war. Ah, jetzt klaue ich anderen die Ideen. Die Stühle nämlich hier dann rückseitig dran zu stellen. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eigentlich eine blöde Zahl, ne? Die werden nach vorne. Machen wir 6 Stück immer. Sieht ganz gut dann aus. So, und wenn ich mir das hier angucke von den Abständen her, ich glaube, die können wir sogar noch weiter zusammenschieben. Müssten wir mal probieren. Ich glaube aber, hier geht es doch, da geht es auch hin. Ich glaube, das könnte sogar vom Abstand reichen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 passen sogar genau dazwischen. Müssen wir dann mit dem Abstand vielleicht machen. Sieht besser aus als... Obwohl, wartet mal. Das ist zu schmal dann, ja. Also ändern wir das Ganze. Zack. Da wäre dann der nächste. Und dann wäre da der nächste. Und da wäre der nächste. Da. Da und natürlich hinten auch noch die letzte Reihe. Ich denke, das geht so. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir müssen halt 5 Millionen Stühle bauen. Aber das kriegen wir hin. Können wir halt ein paar Ameisen klatschen. Warum nicht? Die haben es doch eh verdient. Also von daher. So, dann haben wir einmal Durchgang in den Turm. Und einmal Durchgang in den Turm. Das muss ich selbst mal ein bisschen überlegen. Dass das auch... Dass mein Plan auch ordentlich aufgeht. So. Die Mauer muss auf jeden Fall noch höher. Weil wer schon mal in so einer Kathedrale drin war... wird wissen, dass man nicht gerade mit ausgestreckten Armen oben an die Decke kommt. Also die sind ultra hoch meistens. Und dann hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass normalerweise bei den Kathedralen, also oftmals zumindest, hier hinten ein Fenster drin ist. Ja, richtig. War auch schon meine Überlegung, aber erstens, ich will ja auch ein nachgebildetes Kreuz an die Wand machen. Und zweitens, es gibt hier im Grounded nicht die passenden Fenster. Also mit so einem kleinen Fenster brauche ich gar nicht anzufangen. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich gar nicht schön aussehen. Und mit den gebogenen Fenstern, nee. Ich glaube, das wird einfach nicht gut aussehen. Und das ist ja, das gibt es die Bögen nochmal ein bisschen schmaler. Und vielleicht auch nochmal die Fenster in anderen Größen. Ich glaube, das wäre dann schon ganz geil. So, und hier muss dann eine halbe drauf verbaut werden. Na gut, ich glaube, wir verballern jetzt erstmal ein paar Pilzziegel. Dass wir mal so langsam die Grundform hier reinkriegen. Ja, und das hier mit den Bögen ärgert mich halt auch ein bisschen. Weil man konnte die früher,
Das heißt, früher vorm letzten Update konnte man die hier ansetzen. Die sind so ein bisschen in die Tür reingeklippt. Und dann war das nur so ein kleiner Bogen. Jetzt ist das... Ah, gefällt mir auch nicht mehr. Deswegen, das müssen wir uns auch nochmal angucken. Vielleicht ändern wir das auch nochmal. Dass wir die Bögen gar nicht für die Türen nutzen, sondern mehr hier drinnen dann Bögen verbauen. So, Krähe ist fleißig am Federn abwerfen, hoffe ich ja. Wie sieht der? Ach, da hinten ist er gerade. Nur das mit den Bögen, muss ich echt sagen, gefällt mir nicht. Das ist, der ist zu hoch. Der ist einfach zu hoch. Na, geh doch mal da hoch. Da muss ich mir auch nochmal was überlegen. Das gefällt mir so noch nicht. Hm. Gut, gehen wir wieder Pilzsiegel holen. Muss noch ordentlich was nachgebrannt werden. Ich bin sogar am Überlegen, weil das wäre ja auch ein Teil der Stadt, dass man herkommt und sagt, man baut sich nochmal so eine Ziegelei unten in die Stadt rein. Weil im Endeffekt war das ja damals auch so. Man hat ja eine Schmiede im Dorf gehabt oder in der Stadt. Man hat verschiedene Geschäfte, klar. So hätte ich dann ein paar mehr Öfen zur Verfügung. Und das würde dann mit dem Ziegelbrennen viel, oder ja, viel schneller gehen. So, einen wieder drinnen lassen. Nur da weiß ich noch nicht, wo. Also Kathedrale ist geradeaus. Es wird auch nur ein kleines Häuschen. Da war ich schon am Überlegen, ob man den Stein einfach ein bisschen einpackt. Mit einer Treppe hoch und erst ab da oben drüber wäre dann die Ziegelei mit ganz vielen Öfen oder so. Ich muss mir das mal überlegen. Oder schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt. Nur so hat man nochmal den Vorteil. Das war auch bei mir in Hupsiwut damals sehr hilfreich. Ich glaube, das war dann ungefähr hier, hatte ich das gebaut gehabt. Weil ich hier dann auch meine Ziegelei hatte. Und eigentlich sehr schnell immer wieder die Ziegel, weil ich eh hier rundherum am Bauen bin und nicht immer wieder in die Burg rennen muss, sehr schnell wieder Ziegel nachbrennen konnte. So. Also was ich schon mal ganz gut finde, sind die Dinge. Die können wir fertig machen. So, die Bögen lassen wir jetzt erstmal. Hier drinnen, die könnten wir eigentlich jetzt auch fertig machen. Aber ich will erstmal an die Wände dran gehen. Soweit ich noch dran komme. Ist halt blöd. Designtechnisch kann man halt nicht sehr viel umsetzen. Weil auch in der Seite von so einer Kathedrale sind normalerweise große Fenster drin. Aber das würde mit den Bögen wiederum blöd aussehen. Und guckt euch das mal an, die kleinen Fenster, die müssten halt größer sein. Ja? Die müssten so ein bisschen... Dann wäre es halt cool, aber das... Ich finde, das ist optisch nicht so das Schöne, ne? So wie es gerade ist. Aber es geht leider nicht anders. Oder wir hätten doch noch eine Variation. Doch, eine hätte man noch. Da muss ich gerade mal überlegen. Weil was große Fenster wären, sind natürlich die hier. Und die finde ich, die sehen schon ein bisschen hübscher aus. Na? Das wäre eine Variation, dass man eigentlich die Dinge ersetzt. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich baue es jetzt erstmal so fertig. Klar, wir haben vielleicht dann am Ende nochmal ein paar Ziegelsteine wieder verloren, wenn ich es doch nochmal umbauen muss. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, das juckt mich nicht. Wenn ich noch 5 Stunden Ziegelstein brennen muss. Pilzziegelstein, ja. So, das sieht schon mal soweit ganz gut aus. Ist nur die Frage, wie würde das aussehen? Hier jetzt Pilzbögen dran. Ist halt sehr, sehr, sehr breit, ne? Und nach oben hin die Wand geschlossen.
Und dann habe ich eh noch einen Baufehler drin, den wir gerade sogar weitergebaut haben. Zeige ich euch gleich. Ja. So, nach hinten schließt sich dann die Kuppel. Na. So, das gibt der Altar. Hier kommt nochmal ein kleines Kreuz hier hin. Mal gucken, wie wir das diesmal bauen. Oder vielleicht auch mit den Bilderrahmen. Das fand ich sehr schön. Müssen wir mal gucken. Zum Fehler. Ganz einfach. Hier hinten die Sitzreihe muss weg. Weil ich muss zumindest auf einer Seite hier auch nochmal eine Treppe bauen. Einen Aufstieg. Weil hier oben kommt ein offenes Stockwerk hin. Was ein bisschen, was weiß ich, vielleicht bis hier vorgeht oder so. Da kann man auch gucken, ob man das rechts und links auch noch entlang macht. Weil viele Kathedralen haben ja diesen Aufstieg. Dann ist hier eine große Orgel meistens verbaut. Je nachdem, es gibt auch welche, da ist die Orgel hier auf der Seite. Aber meistens ist sie hier. Und dann hat man nochmal rein, also beziehungsweise einen schmalen Steg, wo nochmal ein paar Stühle stehen. Und ich finde, das gehört hier rein. Also eine Kirche ohne Beatbox da oben. So, ich baue die jetzt auch mal fertig, um einfach mal wirklich ein Bild davon zu haben. Da sind eh gleich alle Pilzziegel weg. Da können wir wieder fleißig brennen. Und ich glaube, dann kümmern wir uns wirklich nächste Folge mal drum, dass wir hier so eine kleine Ziegelei noch bauen. Weil ich denke mal, wir müssen dann mal ein paar Bombis wieder jagen und nochmal ein bisschen Kohle farmen gehen. Weil ich glaube, das, was ich auf Lager habe, reicht nicht für weitere Öfen. Müssen wir da mal gucken. Und wie gesagt, es gibt eine schöne kleine Ziegelei dann. Vielleicht sogar auch zum Teil aus Holz gebaut, weil, ja, ärmere Verhältnisse, ne? Die Kirche hatte Geld, die Hupsi hatte Geld, aber die Bürger, das ist immer so, ja. Man weiß ja, wie es früher so gewesen sein soll. Mhm. So, und dann, ach genau, bevor ich es vergesse. Das hat mir nämlich jemand in die Kommentare geschrieben, weil ich habe in der letzten oder vorletzten Folge, ich bin mir nicht sicher, hatte ich gesagt gehabt, dass wir den Keller hier einfach schließen werden, weil ich da eh keinen Nutzen habe, der eigentlich nicht viel Sinn macht. Und da kam die glorreiche Idee, und das war ja auch so ein Punkt, was ich bei JZM schon mal gesagt hatte und bei Kebo. mir hat nämlich jemand in die Kommentare geschrieben, ja, warum kommst du nicht her und baust hier unten kleine Zellen rein? Die würden dann aber nicht hier entstehen. Da würde ich mal gucken, ob man irgendwie... Weil hier kann man sich nicht bewegen. Dementsprechend wird hier mit Bauen auch nichts funktionieren. Aber vielleicht der vordere Bereich ab da. Dass man hier... Ja, wirklich so ein kleines... Ja, wie Gefängnis, Knast, Zellen, keine Ahnung. Das Verlies. Hinbauen. Und den vorderen Bereich, der wird dann geschlossen. Und den lassen wir dann natürlich... Den können wir wegmachen. Da ist dann kein Nutzen dafür. Und dann müssten wir mal gucken, dass man vielleicht hier nochmal eine Tür reinsetzt. Oder man macht es wirklich über die Kaserne, weil das war ja auch sehr oft üblich. Beziehungsweise haben wir doch unseren Zellengang. Ne, das ist der Zellengang. Könnte der Zellengang werden. Das weiß ich. Hier nochmal eine Tür hin und eine Treppe nach unten. Ah ne, wir sind ja unten. Eieiei, das passt doch eigentlich wie geschmiert, oder? Immer mehr Ideen. Das ist doch schon geil. Das ist doch richtig geil. So. Setzen wir noch die paar Ziegel, dann gehen wir nochmal pennen. Aber das sieht schon, boah, brutal aus. Ich würde halt ganz gern farblich hier noch ein bisschen was... Ach, waren das alle? Haben wir echt alle verbaut? Oh, ups. Ich würde halt ganz gern farblich noch ein bisschen was einbringen, weil sonst wäre das wirklich nur noch ein weißer Klotz. Und da. Vielleicht setzen wir hier nochmal Holzgitter drüber. Und hier müssten eigentlich
langgezogene Fenster rein. Das heißt, vielleicht da schon die Holzwände mit rein. Aber wir gehen mal pennen. Deswegen auch hier diese Schrägen. Die müssten wir eigentlich auch nochmal drehen können, dass die auf dem Kopf stehen. Und da auch nochmal ein paar verschiedene Variationen aus Pilzziegeln oder. Weil da könnten wir vielleicht so ein bisschen mehr andeuten, ne? Ist halt die Frage, wie würde das aussehen? Ich versuche das mal von innen zu setzen. Müssen dann schon wieder zwei sein, oder? Ja. Das Fenster ist zu klein. Also wenn dann das. Hey, es dürfte dann nur eins sein. Und hier das innere Fenster müsste eigentlich auch weg. Das passt da nicht hin. Nur das hier lassen. Das ist schon wieder so ein Hin- und Her-Gerätsel, ne? Das heißt, hier die Wand raus. Und eine neue Wand hin. Hier raus und eine neue hin. Mal gucken. Wichtig ist halt, man muss sich sowas immer aus ein bisschen Abstand angucken. Dann kann man eher entscheiden, ja, nein, oder doch, oder vielleicht. Sieht vielleicht besser aus mit dem Fenster wie so geschlossene Wände. Wenn ihr bedenkt, hier geht ja noch ein Turm hoch, ne? Das sieht sonst alles nur noch nach weißem Klotz aus. Und dann ist die Überlegung, vielleicht das gleiche hier oben zu machen. Vielleicht doch hier die unterste Reihe mit normalen Pilzwänden zugemacht und hier alle zwei Dinger so ein offenes Fenster. Sieht vielleicht viel besser aus. Könnte funktionieren. Oh, wir müssen mal trinken und essen. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Bin ich mal gespannt. Aber so langsam wird's schon ein richtig fettes Gebilde, ne? So, wir brennen uns hier schon mal unser Frühstück zusammen. Wir haben ja wieder einiges an Fliegenfleisch. Hier die zwei futtern wir gleich. So, und dann wollte ich mal gucken, was haben wir denn noch an Kohlebrocken da? 21 Stück, was haben wir an Säure? Nur noch 12. Und was brauche ich für den Ofen? Vier Stück und vier Stück, das heißt, vier Stück können wir bauen. Das ist aber schon mal besser wie nix, ne? Ist schon mal einer mehr wie der. Hätte mal 80 Ziegel pro Runde, die wir brennen könnten. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, meine Überlegung wäre, diese kleine Schmelze hier vielleicht auf den Stein eingemauert und ein bisschen höher gesetzt, das ganze Dingens. Dann wäre nämlich der Stein hier weg. Dass man so langsam ein bisschen Ordnung hier schafft. Oder hier in die Ecke. Ich muss mir da was überlegen.
Da muss ich mir noch was überlegen. So. Also die Wand kommt auf jeden Fall dahin. Da wird sich ja nichts ändern. Und da dürft ihr mal entscheiden, was sagt ihr? Da Fenster, da ja, nein oder wenn, wie, was, wo. Vielleicht unten auch nochmal. Und vielleicht, wie gesagt, die würde ich vielleicht tauschen gegen normale Pilzmauern. Und hier oben dann die Holzfensterchen nochmal rein. Also schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. So, und dann können wir hier das Dach jetzt auch mal schließen. Bevor das auch irgendwann vergessen geht. Ah, was will ich denn da? Einmal Kleedach. Genau. Dann heißt es bald auch mal viel an Holz farmen. Gäbe es zumindest halbe Wände, ja? Dann könnte man sagen, man setzt hier eine halbe hin, setzt hier eine halbe hin und macht zum Beispiel auch nochmal so einen Fensterrahmen hier in die Mitte. Geht aber auch nicht. Ist nicht gerade einfach, ne? Nicht gerade einfach. Ne, mit Pilze wollen wir das nicht machen. Würde man dann so schließen. Ich weiß nicht, der Eingang sieht irgendwie komisch aus. Das ist halt die großen Bögen gefallen mir nicht. Oder wir machen das Tor einfach größer. Also, sprich, da oben noch eins drauf. Dann kommt das Ganze nämlich auch ein bisschen wuchtig herüber, ne? Das muss ich mir mal angucken. Das wäre vielleicht auch eine Variation. Weil ihr seht ja, wie riesig das Gebäude wird. Und da ist so eine kleine Tür. Also, ich weiß nicht. Ah, läuft doch. Läuft doch. Ich komme da noch nicht mal hoch. Was ist denn hier los? Upsi, streng dich doch mal an, Mensch. Ich glaube, die hat keinen Bock. Na? Kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, schon mal gut. Nee, komm nach innen. Okay, wir kommen da mal dran. Das ist schon ausreichend. Besser wie nichts. So, und dann probieren wir mal, können wir die da oben drauf setzen. Ich weiß, das ging mal, aber... Na, da oben die Blaupause muss noch weg. Echt jetzt? Die Blaupause muss weg. Also diesmal habe ich echt blöd gebaut. Also da muss ich sagen, sonst immer hat man irgendwie die Möglichkeit... Sag mal. Haben sie die Dinge jetzt auch geändert? Ich weiß, ich konnte da schon... Hammer im Sprung drauf. Irgendwas will mich heute ärgern. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt da hinstelle und mache Blaupausen entfernen, dann macht es plopp, 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 plopp und dann sind so ein paar mehr weg wie geplant. Ach, guck mal an, da komme ich ja dran. Sehr schön, wow. Da kam ich auch dran. Warum denn so umständlich? Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? So, jetzt mal gucken. Er findet es doch schon nicht mehr. Da. Da. Das wäre die nächste Variation. Das wäre schöner, wenn das ein bisschen niedriger ist. Aber ihr müsst halt bedenken, hier fängt dann irgendwann das Dach an, ne? Irgendwo da oben. Und dann gehen noch Türme da hoch. Das gibt ein richtig fettes Gebilde. Und dann am besten eine kleine Pilztür da unten rein. Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich es diesmal... Ist ein bisschen tricky, ne? Also der kommt auf jeden Fall da oben hin, wenn es mal ginge. Mensch, 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 Mensch. Also heute will echt nicht. Heute will das Spiel mich hier ärgern.
Ist halt blöd mit dem Abstand. Und da dazwischen bauen geht ja nichts. Das haben sie ja gesperrt mittlerweile. Ja. Weil hier auf die Höhe konnte man mal reinbauen. Das hat die Tür nicht gestört oder sonst was nicht. Und das wäre halt genial. Wenn wir da jetzt das noch schließen könnten, dann wird's geil aussehen. Ey, da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, schreibt's in die Kommentare. Seid so nett, lasst auch einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also bis denn und tschüss.